hat sich aufgepumpt gegen Maria Christine Julianti, die ihr Spiel spielt. Kann man nur immer wieder betonen, ohne Höhen, ohne sonderlich große Tiefen. Die Schwankungen hatte Juliane Schenk, als sie deutlich führte, dann im zweiten Durchgang diese Führung aus der Hand gab. 19 zu 18. Zwei Punkte noch. Aber knapp im Ausgang. Ja, der Mut wird belohnt von Juliane Schenk. Matchball für die 25-jährige aus Krefeld. Klasse Antwort von Maria Christine Julianti. Das muss man lassen. Das ist tolles Badminton, was die beiden Damen hier den Zuschauern und ihnen zu Hause bieten. Wie gesagt, zwei Punkte Vorsprung. Also 20 beide. Jetzt mindestens bis 22. Ah. Da hat sie es versucht. Da wollte sie direkt auf den Körper der Indonesierin spielen. Das hatte zuvor funktioniert. Matchball für Maria Christine Julianti. Der Ball daneben, das Aus für Juliane Schenk bei diesem olympischen Badminton-Turnier nach einer tollen kämpferischen Leistung gegen Maria Christine Julianti. Schade, schade, Juliane Schenk, die erste Starterin des Deutschen Badminton-Verbandes, damit ausgeschieden und damit zurück zu Michael Antwerpens.